Oh mein Gott, ich bin immer noch so aufgeregt. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Dann das hier. Okay, das ist ungefähr das Weirdeste. Und jetzt das hier. Was haben all diese Eindrücke gemeinsam? Na, zum einen hatte ich, Captain Obvious, die hirnexplodierende Ehre, all das ausprobieren zu können. Und zum anderen zeigen uns all diese Beispiele, was auf uns an aufregenden Dingen in der Zukunft der Automobilität so wartet. Hey, ihr Autos nur als Zweckmäßigkeit sehnen, bis es auseinanderfällt, Spaltmaßbegutachter. Wir haben finally 2023 und wir starten auch mit einem Highlight, bei dem ich erstmal dachte, was für ein Spielkram. Aber nach wenigen Minuten wusste, Alex, was bist du für ein Idiot? Okay, das weiß ich auch so. Aber ich meine, als ich vor kurzem im Zuge der CES die Möglichkeit hatte, mir BMWs neue Vision von Auto- bzw. Elektromobilität namens Vision D genauer anzuschauen, konnte ich nicht anders, als euch mit diesem Video mehr darüber zu erzählen. Denn mein letztes BMW-Video ist, oh mein Gott, schon 6 Jahre her? Und dabei geht es nicht um so einen Popelkram wie hübschere Felgen oder jetzt auch mit Apple CarPlay, sondern es geht um die grundsätzliche Idee, was bzw. wie Autos sein können. Also nicht nur kräftig anders, aber vertraut von außen, sondern auch kräftig anders, aber vertraut von innen und darüber hinaus. Stichwort E-Ink und Stichwort Augmented Reality. Wer hätte gedacht, dass innerhalb weniger Jahre aus den ersten Augmented Reality Schritten nun sowas werden könnte? Und wer hätte gedacht, dass aus so einer energieeffizienten Buchersatzidee nun Autolack 2.0 werden könnte? Oh ja, heute gibt es einiges zu gucken. Also schnallt euch an, stellt die Sitze aufrecht und genießt die nächsten Minuten mit meinem Ausflug in die Welt des BMW iVision D. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die CES 2022. Da hatte BMW zum ersten Mal deren BMW iX Flow mit E-Ink-Technologie vorgestellt. Alle möglichen Creator waren beeindruckt und auch die Presse war zu dem Zeitpunkt angetan, fanden es gar magisch. Ende 2022 hat die Time diese Technologie sogar als eine der besten Erfindungen des Jahres aufgeführt. Holy shit, aber wo kommt das denn her? Das ist doch bestimmt nicht unser Bier gewesen, oder? Naja, doch. Und zwar stammt das aus der BMW-Entwicklung in Garching. Ich war dort und habe mir das ein bisschen erklären lassen. Die maximalen Details sind für die meisten von euch wahrscheinlich uninteressant. Aber grob zusammengefasst kann ich euch Folgendes erzählen. Das Material selbst stammt vom Kooperationspartner E-Ink, also die, die jahrelange Erfahrung mit der Thematik haben. Stichwort E-Reader, E-Ink-Tablets und so weiter. Die Anpassungen, also das Schneiden der Panels und das Programmieren der Animation beispielsweise, wird in Garching gemacht. Es hat lange gedauert, bis BMW herausgefunden hat, wie man E-Ink überhaupt so schneiden, also lasern kann, dass es danach auch noch funktioniert. Denn einfach nur zerschneiden und fertig würde sofort Kurzschlüsse verursachen. Denn, ihr erinnert euch, in E-Ink-Panels stecken unterschiedlich geladene Partikel, die je nach angelegter Spannung an die Oberfläche kommen, also sichtbar werden, oder eben wieder in die unteren Ebenen der Folie wandern, sprich unsichtbar werden. Es wurde aber nicht nur lange über das Laser-Trennverfahren, sondern auch über das Ansteuern nachgedacht. Also, wie kriegt man solche Panels überhaupt mit einem Auto verbunden? Wie sieht dazu die Elektronik aus? Wie die Animation? Und lieber kleben? Löten? Oder vielleicht doch schrauben? Was unterm Strich aber mit der hier schon zu sehenden, naja, neueren Generation bereits in diesem Vorserienstadium möglich ist, lässt all den Entwicklungsstress bis hierhin vergessen. Ich meine, guck doch mal. Im Gegensatz zu den kleineren, wabenähnlichen E-Ink-Panels vom letzten Jahr sehen wir hier große Flächen, die nicht nur großzügig in Kurven gelegt werden können, wie zum Beispiel bei diesem Rücklicht, sondern auch enger gewickelt werden können, wie zum Beispiel bei diesem Farbspiel hier, das stark an Felgen bzw. Radkappen erinnert, nicht wahr? Und es ist auch eigentlich kein Schwarz und Weiß mehr, denn mit diesen neuen E-Paper-Folien können bis zu 32 Farben dargestellt werden. Also die Idee von per Knopfdruck seinen Autolack wechseln ist gar nicht mehr so weit weg. Oh mein Gott, wenn man sowas sieht, dann fühlt sich das so selbstverständlich an. Aber so ist es ja immer. Wenn sich etwas gut und selbstverständlich anfühlt, dann war der Hirnschmalz davor umso aufwendiger. Aber apropos, machen wir weiter mit dem nächsten Teil, der noch ein oben drauf setzt.
Also, bevor wir inhaltlich in diesem, wie ich finde, wirklich hübschen Vision D enden, noch ein Augenmerk auf die Technik, die dabei hilft, so ein Auto, so eine Vision überhaupt möglich zu machen. Denn nach meinem Spaziergang durch die Heiligen Hallen in Garching gab es paar Meter weiter auf der BMW-eigenen Trainingsstrecke eine Möglichkeit, das Zusammenspiel von erlebter Realität im Auto und haufenweise Sensoren am eigenen Leib zu erfahren. Denn in diesem Auto sehe ich keine echte, sondern nur eine virtuelle Welt vor mir. Na gut, ich sehe zwar meine eigenen Hände am Lenkrad, aber alles dahinter ist virtuell und holy shit, war das ein Erlebnis. Ja, wirklich. Wie weird ist das denn? Gameplay has been reset. Avoid holographic walls to receive a time bonus. Ganz gemütlich losfahren und dir auch den Content ein bisschen anschauen. 3, 2, 1. Jetzt Scheiße. Herzlich willkommen in M-Town. Alter! Okay, das ist ungefähr das Weirdeste. Das Geile ist, du vergisst ja sofort, dass du eigentlich auf einer echten Strecke fährst. Was ist das denn? Weil sie es einfach so echt anfühlt. Ja, voll. Also ist es so, wie du es erwartet hast. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nichts erwartet. Aber ich glaube, das hättest du auch nicht erwartet. Nee, nein. Ey, das ist geiler als so eine Disney-Achterbahn, wo du so ein Headset aufkriegst. Dann sind wir fertig. Ja, mega. Und am Anfang hatte ich das Gefühl, jeden Moment zu sterben, aber kein Witz. Das Zusammenspiel aus der verbauten Technik mit dem, was der Körper beim Fahren spürt, war so erschreckend gut, dass ich nach kurzer Zeit nicht mehr gemerkt habe, dass ich in diesem Moment tatsächlich in einem Auto sitze und mich tatsächlich bewege. Das Lenken, das Münzen einsammeln, alles passierte in überhaupt keiner wahrnehmbaren Verzögerung. Also für mein Gehirn in Echtzeit. Ich meine, wie zum Geier ist das möglich? Es hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht und ich war auch wirklich beeindruckt. Und naja, das war auch die intimste Erfahrung, was das Zusammenspiel aus Digitalem und Analogem aktuell bedeutet, beziehungsweise in Zukunft bedeuten wird. Oder wie BMW es nennen würde, der Weg zur neuen Klasse. Deren gerade frisch vorgestellter BMW iVision D soll physische und virtuelle Realität miteinander verbinden. D steht dabei für Digital Emotional Experience. Denn ihr wisst ja selbst, Fahrzeuge werden immer intelligenter, aber auch bzw. und menschlicher. Nur, wie bringt man sowas in dieser Form zum Ausdruck? Naja, indem man versucht, Digitales und Analoges zu einem vollständigen Ganzen zu verbinden. Bisschen wie Dark. Alles ist miteinander verbunden und so. Alles ist miteinander verbunden. Es fängt schon an, wenn man draußen, also davor steht. Schaut euch dieses bewusst optisch reduzierte, aber dadurch so sleeke Auto mal in Ruhe an. E-Ink-Segmente, die individuell angesteuert werden können, die innerhalb weniger Sekunden unterschiedliche Muster darstellen können. Und wenn wir das Ganze noch weiter spinnen, dann könnte das in Zukunft sogar so aussehen. Nähert ihr euch dem Fahrzeug und die Scheinwerfer zwinkern euch zu. Hey, schön, dass du da bist. Sounds erklingen oder gar eine Stimme spricht. Also ehrlich gesagt, irgendwie der gleiche Vibe wie als amerikanischer Staatsbürger zurückzukommen. Welcome home, Mr. Cobb. Und oh mein Gott, auf dem Fahrerfenster seht ihr euren Namen. Die Tür öffnet sich und eure Welt erwacht. Buchstäblich. Das ebenso bewusst reduziert gehaltene Interieur ohne Schnickschnack ist nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Nachhaltigkeit, es lenkt auch nicht vom Wesentlichen ab. Denn eure wichtigsten Steuerelemente befinden sich nur noch im direkten Umfeld. Am Lenkrad, mit der vertikalen Speiche beispielsweise. Bestückt mit Touch, aber auch Annäherungssensoren, die alles Wichtige auf der Informationsfläche in der Frontscheibe steuern. Oh ja, aber apropos Frontscheibe. Ja, Head-Up-Displays sind jetzt schon etwa 80 Jahre auf dieser Welt, beschränken sich aber im Grunde immer nur auf das Anzeigen von technischen Daten oder Routeninformationen. Also weit weg von dem, was Autofahren oder Mobilität angenehmer oder interessanter gestalten könnte. Da dachte sich BMW, warum nutzen wir nicht eigentlich dieses große Ding namens Glasscheibe?
Denn es gibt da so ein kleines Detail im Cockpit namens Mixed Reality Slider. Der erlaubt euch in 5 Abstufungen euer Infotainment-Erlebnis einzustellen. Sozusagen von analog über fahrerrelevante Informationen, über Inhalte des Kommunikationssystems und eine Augmented Reality-Projektion bis hin zum Einstieg in virtuelle Welten. Da im aktuellen D-Konzeptauto die Scheiben sogar gedimmt werden können, kann nach Bedarf die Realität nach und nach ausgeblendet werden, bis hin zu einem rein virtuellen Erlebnis. Also im Grunde so, wie ich es vorhin selbst auf der Rennbahn erlebt habe. Und nein, natürlich fahrt ihr da nicht blind, denn das Auto ist vollgestopft mit intelligenter Technik, die euch nicht nur mindestens dabei helfen, sondern eigentlich auch die komplette Kontrolle übernehmen könnte. Aber das ist noch wieder eine andere Geschichte. Oh mein Gott, ist das geil. Wow, was für ein Ausblick. Was für eine aufregende Art und Weise, seine unterschiedlichsten Sinne anzusprechen, die ja momentan nur mit im Stau stehen und warten beschäftigt sind. Also eigentlich eine völlig neue Dimension der, wie würden Autohersteller sagen, Fahrfreude. Natürlich braucht es bis zum Serienstart noch einige Feinschliffe, aber uff. Dieser Ausflug hat mir zumindest nochmal vor Augen geführt, dass, wie fasse ich das am besten zusammen? Ah, wer das jetzt noch kacke findet, der hört auch all die fantastischen Soundtracks von Hans Zimmer auf einem 1 € Bluetooth-Lautsprecher und rennt dann für den Rest des Lebens herum und meint, Hans Zimmer sei kacke, weil das alles scheiße klingt. Aber dem ist ja nicht so.